Ich befinde mich momentan auf dem Mobile World Congress 2014. Vor mir steht Ralf Tegethoff. Er ist verantwortlicher in Deutschland für ESET. Ist ein Sicherheitsunternehmen und ganz kurz können Sie uns erklären, wer ESET ist, aus welchem Ursprungsland das Unternehmen herkommt und was ESET allen Produkten bieten kann. Ja, gerne. Hallo erstmal. Also von meiner Seite aus ist es so, dass ESET bereits seit mehr als 25 Jahren am Markt aktiv ist. Wir haben unser Hauptquartier, sprich den Hauptsitz in Bratislava in der Slowakei und distribuieren von da aus unsere Software. Wir sind ein klassischer Antivirenhersteller, der eben Lösungen für alle gängigen Plattformen anbietet, sprich für Windows-Lösungen, für Mac, für Linux und natürlich auch für Android- und Mobile-Lösungen, wo wir hier gerade jetzt auf dem Mobile World Congress sind und wir präsentieren halt auch hier aktuell unsere Android-Lösungen, um eben Schutz für Mobile-Phones und für Tablets gewährleisten zu können. Okay, wenn Sie über Android sprechen, was macht denn vielleicht diese Anwendung von ESET so besonders gegenüber den Mitkonkurrenten, beziehungsweise was für Zahlen können Sie vorweisen, was ESET momentan im Android oder im Google Play Store schon vorzuweisen hat? Ja, das ist relativ erstaunlich. Wir haben bereits mehr als 1 Million Downloads im Google Play Store und wir sind das am höchsten bewertete Produkt. Das heißt, wir haben über 70.000 positive Reviews. Und wenn man sich da mal anschaut über das Ranking, was dort vorliegt, dann sind wir halt an erster Stelle und das macht uns echt stolz, weil wir eben bisher in der Vergangenheit noch nicht so bekannt am Markt waren. Aber über unsere großartige Technologie ist uns gelungen, dort wirklich Fuß zu fassen und das werden wir halt weiter ausbauen und das ist halt unser Ziel für die nächste Zeit. Herr Tegethoff, wenn Sie jetzt über die Android-App schon gesprochen haben, welche Funktionen bietet die denn und wie ist das User-Interface aufgebaut? Kommt da jeder mit zurecht? Ist das für Anfänger gedacht oder ist das eher schon für Fortgeschrittene? Ja, das ist genau unser Ansatz, das so einfach wie möglich zu handhaben alles. Das heißt, super übersichtlich, sehr einfach zu benutzen für den Endkunden. Und wir haben da ein paar Hauptbereiche. Einer ist natürlich der Antivirenschutz, woher wir eigentlich kommen aus dem Bereich. Aber natürlich haben wir auch zusätzliche Features wie ein Anti-Diebstahl-Modul, falls das Telefon mal verloren gegangen ist oder man es nicht wiederfindet, können wir das über unsere Software ausfindig machen, wo es steckt und dann letztendlich auch den Besitzer zurückführen. Dann haben wir eine weitere spannende Funktion, ist das SMS und das Telefonblock. Das heißt, wenn ich von gewissen Leuten keine Anrufe mehr haben möchte, ein Knopfdruck und die Jungs sind gesperrt. Oder noch eine weitere super Funktion ist, ich habe eben Zugriff auf meine Apps und kann sehen, was machen meine Apps überhaupt am Telefon. Ich habe da halt persönlich ein sehr nettes Beispiel. Ich habe mir mal einen wirklichen Spiegel als App runtergeladen und habe dann über unsere Software festgestellt, dass die eigentliche Spiegel-App auf meine kompletten Kontaktdaten zugreift. Und das kann ich eben mit unserer Software herausfinden und dann sofort blocken und der Spiegel zeigt dann nur mein schönes oder manchmal auch nicht so schönes Gesicht. Okay, vielen Dank. Wie sieht es denn bezüglich der Update-Politik aus des Produktes? Dieses Virengeschäft bzw. die Virenverbreitung ist ja sehr schnelllebig. Kann ESET denn garantieren, sehr schnell dafür ein Update rauszuhauen? Beziehungsweise wie schnell läuft das in der Regel? Beziehungsweise wie ist die Reaktionszeit? Also wir arbeiten dann natürlich mit Mitteln in the Cloud, das nennt sich bei uns LiveGrid, wo also alle User zusammengefasst werden und über diesen Weg gelingt es uns, einen Teil der auftretenden Probleme oder Viren halt auch zu erkennen und somit, sobald wir eine Lösung dazu haben, das auch schnellstmöglich wieder an die Endkunden auszuliefern. Es gibt natürlich keinen garantierten Zeitraum, weil es unterschiedliche Mechanismen gibt, wo die böse Welt auch versucht, gegen uns zu schießen, aber wir sind halt immer ganz vorne dabei, was dann eben die Antivirensignaturen oder Virensignaturen angeht, um dem Kunden halt schnellstmöglich wieder den Schutz zu bieten. Das heißt, der Endkunde bekommt davon nichts mit. Sobald er sich online in einem WLAN-Netzwerk bewegt, werden automatisch die Updates zugeführt und man kann sich schon sicher sein, dass er da auf der sicheren Seite des Lebens ist und weiter Spaß mit seinem Telefon haben kann.